Guten Tag, mein Name ist Ralf Ambrüster. Ich zeige Ihnen in den nächsten Minuten, wie Sie das IntelliCon Zollmodul herunterladen, entpacken und installieren können. Auf die gleiche Art und Weise können Sie übrigens auch ein Update einspielen, das heißt eine vorhandene Version auf die neueste Version aktualisieren. Zunächst laden wir das Zollmodul von unserer Webseite herunter. Gehen Sie auf die Seite doku.intellicon.de. Achten Sie auf die Schreibweise Doku mit K. Hier finden Sie im Reiter Zollmodul einen Bereich Download des Moduls und können hier das passende Zollmodul herunterladen. Wir bieten das Modul für die Office Line 5.1, Evolution 2010 und 2011 sowie für die Office Line 6.0, Evolution 2012 an. Wir laden in unserem Beispiel die 6.0er Version herunter und werden diese dann installieren. Öffnen Sie die Datei nicht direkt, sondern speichern Sie diese zunächst einmal ab und wechseln Sie in den Download-Ordner, in dem Sie die Datei abgelegt haben. Hier entpacken Sie nun die Datei in ein beliebiges Verzeichnis. Öffnen Sie dann das Verzeichnis, das Sie angelegt haben. Innerhalb der Installationsdateien finden Sie eine Datei icolupdate.exe, eine Anwendung. Durch Ausführen dieser Anwendung wird das Modul nun installiert werden. Vor der Installation müssen Sie jedoch die Office Line beenden, da Sie bei geöffneter Office Line das Modul nicht ersetzen können. Wichtig ist, wenn Sie sich auf einem Terminal-Server befinden, müssen Sie alle Office-Line-Versionen beenden. Das heißt, alle Benutzer müssen die Office-Line schließen, bevor Sie die Installation fortführen können. Nun klicken wir auf ICOL Update und führen das eigentliche Setup aus. Wie Sie sehen, läuft die Installation durch und die erfolgreiche Installation wird hier in diesem Fenster bestätigt. Nach 10 Sekunden beendet sich das Installationsprogramm von selbst. Damit haben Sie das IntelliCon Zollmodul installiert und können nun die Office Line wieder starten, was wir hier tun. Die erfolgreiche Installation können Sie anschließend im Regiezentrum überprüfen, denn dort befindet sich nun die IntelliCon Zollabwicklung als weiterer Unterpunkt. Öffnen Sie beispielsweise das Register Vorgänge. Dann öffnet sich die Vorgangsübersicht und Sie haben das Modul erfolgreich installiert. Als letzten Schritt müssen Sie gegebenenfalls noch im Office Line Administrator die Berechtigung für das Modul setzen, sodass die Benutzer das Modul im Regiezentrum sehen und verwenden können. Weitere Informationen finden Sie wie immer unter www.zoll-einfach.de bzw. unter doku.intellicon.de. Viel Erfolg beim Einsatz des Zollmoduls.